herzlich willkommen zur Folge 199 ja, von einem Million Kilometer für den guten Zweck. Wir haben Kilometerstand 69.654 Kilometer. Ja, ihr müsst jetzt wieder ein paar Tage warten, bis es die neue Folge gibt, denn morgen ist ja Freitag. Morgen ist der 3. Und morgen, der 3.7. Und morgen ist das Zockerwochenende, ja, wo wir um 18 Uhr die Folge 200 im Multiplayer fahren. Und weil ja ich mein großes Zockerwochenende habe. So, jetzt fahren wir aber hier diese Tour heute zu Ende. Das kann sein, dass wir deswegen vielleicht ein bisschen Überlänge zusammen bekommen. Aber macht ja nichts. Auf alle Fälle das Zockerwochenende. Wie sieht es aus? Um 16 Uhr starte ich morgen am Freitag 13 Uhr auf hitbox.tv/lpjohnmeyers. Und da starte ich mit Casual Games. Dann machen wir um 18 Uhr ETS Livestream im Multiplay. Also fahren da von München Richtung Hamburg. Ja, wir fahren, starten in München und ja, Treffpunkt ist in Hamburg. Deswegen müssen ja wir hier jetzt fahren, denn ich fahre ja morgen mit diesem Spielstand. Weil die Folgen ja dann hier bei lpjohnmeyers landen. Und nicht bei Spielbass, beim Zweitkanal. Da kommen hier auch wieder mal Multiplayer-Folgen rein. Ja, der Livestream wird auch heute mit aufgezeichnet. 15 Minuten Cuts gemacht und dann kriegt ihr täglich einen Teil. Das heißt, im Monat Juni wird es nur Aufzeichnungen geben vom Zockerwochenende. Also ihr keine Angst, ihr versäumt nichts. Außer, wenn ihr nicht dabei seid, könnt ihr auch nichts mehr gewinnen, weil ja das Gewinnspiel dann schon vorbei ist, weil das ja am Zockerwochenende war. Die Playlisten werden dann separat gemacht, außer die hier von ETS. Die kommt in die normale Playlist mit rein. Das ist dann schon die 3., weil ja da die Folge 200 kommt. Das heißt, ich gehe dann in die 3. Folge. Das wird dann heißen 200a, 200b, 200c. Die sind dann alle noch hier mit drin, in der alten, und die 201 kommt dann in die neue. So, aber die kommt dann erst ab Mitte August nach der Gamescom. So, dass ihr da schon mal Bescheid wisst, wie das Ganze geplant ist. Also, ich werde die ganzen Videos vom Zockerwochenende nach oben bringen, also nach, auf YouTube hochladen. Nicht, dass ihr euch da wundert. Eieiei, da hängt er, der Johnny. Nicht, dass ihr euch da wundert, warum, wieso, weshalb wir momentan keine neuen Videos haben. Das sind alles nur Aufzeichnungen. Weil ich noch viele Vorbereitungen treffen muss wegen Gamescom. Und dann werde ich am Zockerwochenende auch was bekannt geben, was vielleicht euch freut, vielleicht euch nicht freut, aber wir werden das ja sehen. Aber ich denke mal, es wird euch freuen oder mehrere von euch freuen. Aber dazu dann mehr am Zockerwochenende. Ja, ich bin ja gespannt, es wird Zockerwochenende. Also ich zock Freitag von 16 Uhr ab. Dann um 23 Uhr ist zum Beispiel dann André Burger da. Wir zocken dann, jetzt haben wir hier glaube ich, Vollsperrung Richtung Berlin. Müssen wir ja nicht. Okay. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt ich hier die Dinge weg... egal. Genau. André Burger. Dann am Samstag haben wir um... Ja, den Plan, den könnt ihr nochmal reinschauen, aber ich glaube um 15.30 Uhr ist René Noll da von Weltenbauer mit Bausimulator. Der zockt mit uns den Bausimulator. Dann habe ich... Ne, um 15.30 Uhr ist... Ist Sehanda. Sehanda, genau, Sehanda. Sorry. Sehanda. Mit Carsten Höh. Pilze suchen. Kiel, Rostock, wir müssen weiter. Genau. So, und da ist dann, also René Neul da. Was haben wir noch? Das ist noch wichtig. Vollsperrung in Richtung, genau. So, ach, Umleitung. Okay, wir fahren da schon mal rüber. Ein bisschen in Richtung Kiel. Genau, wir fahren mal, glaube ich, mal geradeaus weiter, weil irgendwo ist da was, ich weiß. Hier wird Umleitung gezeigt, dann fahren wir mal weiter. Ups! Ich hoffe, wir fahren uns jetzt nicht.
Genau, auf alle Fälle, da ist dann unter dem 20 Uhr Bausimulator mit René Neuf von Weltenbauer. Ich hoffe, das passt jetzt so. Da Umleitung? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Doch, Kiel passt. Jawohl. Passt. So, da haben wir das auch hinter uns. Ja, und am Sonntag dann auch. Wir machen LS Multiplay, wir machen ITS Multiplay. Bausimulator, wir machen The Hunter, ich zock Casual Games, Wimmelbildspiele, ich zock Transocean, dann Transocean, was haben wir noch? Bausimulator, haben wir schon, hab ich schon gesagt. Oh, Ampel. Also sehr viele Spiele, das ganze Wochenende durch. Also täglich, von außer aus Freitag, da ist von 16 Uhr bis 0 Uhr. Das sind dann sind dann 8 Stunden. Natürlich mache ich auch meine Pausen rein, so zwischendurch mal kurz Beine vertreten, was kurz schnapulieren, also essen und so weiter und so fort. Also jetzt wird mir das immer noch so angezeigt, aber ich musste doch hier lang fahren. Nein, ich hätte vorher irgendwo abbiegen müssen, oder? Jetzt hat das sich verfranst. Nein, die muss man gucken. Na komm. Ja, da hätten wir hoch müssen. Hier in die Richtung wäre alles irgendwo die Baustelle gewesen. Alter Schwede, Johnny. Eieiei. Gut, der lasst mich vorbei. Nein, der lasst mich doch nicht vorbei. Verdammt, Unfall. Mercedes-Fahrer, war so klar. So. Dann machen wir da gleich mal einen Strich und die 2 Cent rein. Upp. So. Genau, ihr fahrt auch dann am Zockerwochenende am Freitag die Zahlen vom letzten Monat. Also vom Monat Juni. Mit lauter Geschwafel bin ich jetzt voll geradeaus weitergefahren. Ich hoffe, wir schaffen das, wirklich. Also, dann nicht mehr labern, losfahren. Da, Flensburg. Nach Flensburg. Ja, genau. Und wie gesagt, wir mitfahren wir morgen um 18 Uhr. Bitte in München einfinden und bei Facebook eintragen. Alle, die sich in die Liste bei Facebook der Veranstaltung eintragen mit ich bin dabei bei für den guten Zweck oder ich fahre mit für den guten Zweck, zahle ich 50 Cent in die Deutsche Kinderkrebsstiftung. So. So, komm rüber da. Ey, 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 ich will das auf Mercedes. Die haben eingebaute Vorfahrt. Ich muss ein bisschen Gas geben hier jetzt. Dann schaffen wir das Ganze nicht mehr. Ja, spielt was. Und zur Betreuung Krieger. Und da vorne gleich Nommel. Zwei mal hintereinander. Oder? Nee, der andere ist es nicht. Oder? Nee, Augsburg trifft Kölner.
voll cool, Mann. Aber ich freue mich voll auf das Zockerwochenende. Aber dann freue ich mich auch auf ein paar Wochen Ruhe. Da lade, wie gesagt, da lade ich nur die ganzen Videos hoch vom Zockerwochenende. Und dann ist erstmal Pause. Pause bis Ende der Gamescom, bis die Gamescom vorbei ist. Und danach geht's weiter. Dann komme ich zurück und dann geht's weiter. Also ich bin vom 5., 6., 7., 8., 9. glaube ich, die Gamescom. Das heißt am 10., 11. bin ich wieder da. Und dann wird es also um den 15. wieder die ersten Videos geben. 15. August. Aber da mache ich natürlich noch ein Infovideo. Ich muss da sowieso noch ein Infovideo machen, was die Gamescom betrifft, dass ihr da auch über eine Besonderheit Bescheid wisst, die ich da geplant habe. Ich weiß zwar noch nicht, ob es umsetzbar ist, aber vielleicht findet die Idee der eine oder andere gut und deswegen werde ich da am Zockerwochenende mal kurz was loslassen. Mann, wie weit ist es denn noch? In Bergen sind es okay, weil da haben wir nicht mehr weit. Am Hafen müssen wir jetzt erstmal nach Aalborg, Hafen. Und dort können wir dann mit dem Schiff rübersetzen. Weil wir die 70.000 Kilometer, die werden wir haben, auf jeden Fall. Wenn wir die Tour hinter uns haben, schätze ich mal. Und falls dann doch noch der eine oder andere Kilometer fehlt, mein Gott, den hauen wir halt dann beim Zockerwochenende rein. Bei der Folge 200. Da haben wir 70.000 Kilometer Folgen und 200 Folgen ETS. Ja, einen neuen Truck kaufen ist wahrscheinlich nicht. Da müssen wir noch auch noch gucken, weil ich möchte nämlich einen neuen Truck dann nutzen. Oder euch noch zeigen. Aber das machen wir dann erst nach dem August, wenn es dort weitergeht. Gut, vielleicht mache ich da noch ein, zwei Folgen. Das kann schon sein, wenn ich Bock dazu habe. Ja, und nochmal an alle, die mitspenden wollen. Alles, was noch bis zum 5. reinkommt, 5.7. geht noch mit rein in den Pott, wo dann auf der Gamescom übergeben wird. Der Rest wird erst ein Jahr später damit übergeben. Oder vielleicht mache ich zwischendurch mal eine Übergabe. Je nachdem, wie groß die Summe ist und ob sich dann rendiert, da hochzufahren und das Ganze zu machen. Weil ich werde das immer persönlich übergeben. Ich überweise es zwar und dann machen wir das mit dem obligatorischen Scheck und bla bla bla. Die Übergabe. Aber dennoch, ich möchte halt auch dann schon eine bestimmte Summe haben. Da steht ja schon Aalborg. Ja, geradeaus weiter. So, jetzt müssen wir hier runter. Ich hoffe, diese Folge heute wird nicht allzu lang. Aber ich muss die Tour zu Ende fahren, dass ich nach München port. Weil ich port mich jetzt gleich dorthin, wo wir uns morgen treffen.
Und bitte alle mit Trailer treffen. Ich werde auch mir den Trailer, wo wir hinfahren, auch gleich hinhängen. Für alle, die dann mitfahren wollen. Komm, gib Gas. Ja, auf alle Fälle, American Truck Simulator kommt jetzt auch bald im September. Den werden wir auch mit einbauen hier. Also das heißt mal so fahren. Weil wir können ja die Kilometerstunde alle zusammenrechnen. Das ist ja gar kein Problem. Ja, da fallen wir auch schon drauf auf den. Der bremst auch nicht runter. Müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben hier. Ja, das Verfahren waren 5 Minuten. Aber ich glaube, das schaffen wir trotzdem. Glaube ich schon gleich da. Mal kurz auf Map schauen. Na komm. Ja. Ja, ein bisschen haben wir schon noch. Durch Alberg durch und dann hoch zum Hafen. Naja, das kriegen wir schon hin. Ich rechne eh, dass die Folge jetzt so 20, 25 Minuten dauert. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viel wir jetzt schon haben, aber egal. Also, mit dem FH10 wäre aber schon längst am Ziel. Wieder mit 160 km/h. Weiß nicht, soll ich den wieder reinmachen oder nicht? Und dann ab und zu wieder mal 3-4 so eine Tour fahren, wo so 1000 Kilometer hat.
Und dann haben wir halt wieder mal 4-5 Folgen. Oder 3-4 Folgen, wo wir richtig Speed geben und dann wieder eine normale und dann wieder ein bisschen Speed. So, Frederikshafen. Wie viele Ausfahrten hat denn Altenburg? Nord, Süd, Ost, West und Mitte. Mann, es ist mitten in der Nacht, es ist glaube ich 1 Uhr oder halb 2. Fenster ist auf bei mir. Also falls ihr mal ein Auto hört oder was, nicht wundern. Und es ist eine Hitze. Echt, mir läuft die Sabbe. Das ist so der Hammer. Tunnel! Ja, bei allen Spielständen habe ich jetzt schon mein Lenkrad eingestellt, bloß hier bin ich jetzt nicht mehr dazugekommen bei dem Spielstand. Weil ich habe da jetzt doch mein altes Lenkrad von Speedlink hinkennt. Es geht eigentlich ganz gut, ist angenehmer zu fahren mit Lenkrad, noch angenehmer wie jetzt mit Maus und Tastatur. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber das ruckelt und quietscht und Force Feedback kriege ich nicht aus, obwohl ich den Button rausgemacht habe, trotzdem vibriert es rum. Und das ist halt doof, weil das hört man dann in den Videoaufnahmen. Und deswegen bin ich froh, dass ich sie gar nicht dran habe, weil sonst würde ich noch auf die Idee kommen, hier in den Spielstand auch noch mit Lenkrad zu fahren. Ich möchte halt unbedingt das G27, aber es kostet mir halt zu viel. Aber man muss ja auch sehen, was nehme ich ein mit meinem Kanal, was gebe ich aus. Also ich muss ja irgendwo die Waage haben. Also ich kann nicht mehr ausgeben wie einem. Damit sich das lohnt. Gut, lohnen wird sich's. Klar. Lohnt sich alles. Aber dennoch, man muss halt doch ein bisschen wirtschaftlich denken. So wie es halt im Leben so ist. Ja. Dann müssen wir doch schon bald da in der Nähe sein, ja? Hirtshals, genau. Da ist der Hafen. Alles Gute für zu Hause. Ja, Held. Der Lieferheld. Na.
So, da vorne geht es in den Hafen rein. Ups! Mal ein bisschen beeilen hier. So, und nach Bergen. Costa Rama. Costa Rama. Der Grieche. Pleite. So, nach 4 Kilometer. Das Lied ist auch cool. Ach ja, ich habe den einen Mod drauf, wo man die ganzen Begrenzungen wegmacht werden. So kann man auch mal hier zum Beispiel rechts abfahren und so weiter. Das werde ich mal aktivieren, weil da gibt es schöne Gegenden, wo man reinfahren kann und richtig geile Bilder machen kann. Und man kann mal stellenweise auch richtig ran ans Meer fahren und richtig schön die Bilder machen. Das wäre voll cool. Komm, da kommt jetzt nichts. Ja, los. Mit der kleinen Krücke. Duffhändler. So, da müssen wir einmal hinterfahren. Und haben wir es geschafft. Oh, das wird eng. Das wird eng. Das wird eine arschenge Geburt. Jawohl. Ha! Da steht er schon wieder drin wie ein Weltmeister halber. So, gut, oh, gute Arbeit, ja gut, okay, also, wir haben jetzt Kilometerstand, aber müssen wir kurz warten, bis er darf, ach, oh, Level 5, das ist da, ah ja gut, wir haben wir können keine Punkte mehr vergeben. So, auf alle Fälle, ja, ich habe den einen Mod jetzt rausgemacht, mit dem, wo ganz schnell nach oben geht, also ich möchte es einfach nicht, das ist mir zu blöd. So, also 70.000 haben wir, 70.000 bei der Folge 199. 70.194 Kilometer. Zwei sind aber die Strafe. Und morgen Folge 200. Nicht verpassen im Livestream. So, aber jetzt müssen wir... Ich kann mal leider hier in Bergen das noch nicht kaufen. Ich habe noch... Warte mal schnell. Ich könnte einen Kredit aufnehmen. Kommt, Leute. Warte mal. Ich nehme mal... Zweimal den hier. Genau, und dann kaufen wir uns nämlich noch schnell hier die Werkstatt. Ah, die Garage. Dann habe ich nämlich hier in Bergen die Garage. Und dann habe ich schon mal viel mehr Eintrittspunkte wieder, weil jedes Mal habe ich ja das Problem, wenn mal ein Pitch kommt, dass irgendwas so bitte nicht hinhaut. Deswegen sind auch jetzt die ganzen Trailer draußen. Ich möchte mir das einfach nicht mehr antun. Ich möchte einfach meinen Spielstand weiterfahren. Ups. Scheiße, hängen geblieben. So, wo ist Garage? Ach, da bin ich jetzt verkehrt rumgefahren. Alter Schwede! Da vorne ist er. Ah, nein! Oh, keine Strafe zahlt. Cool.
So, da haben wir, da rauchen wir zumindest die erste Stufe. Da haben wir die schon mal. So. Und jetzt zeige ich euch noch schnell, wo wir uns treffen bei Folge 200. Ja, komm, hopp, hopp. Bisschen schneller laden jetzt. Wir müssen nämlich jetzt schon sputen. Weißt du, was nämlich langweilig? Komm, hopp, hopp. Lad den Spielstand. Lad den Spielstand. Gut, so. Dann wenden wir hier mal. So. Na. So, wir treffen uns, weil ich weiß, wie viele Fahrer das morgen dabei sind, hier auf diesem Gelände. Bitte auch eine Fracht annehmen, die nach Hamburg geht oder Richtung Hamburg. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr dann, wenn der Livestream ist. Und ich mache nochmal ein kurzes Video, Infovideo. Gut, so, auf alle Fälle jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Also, Treffpunkt München, WGCC, um, sagen wir mal, 17.30, 17.45. Um 18 Uhr geht's los. Gut, bis dann. Tschüss.